Der Teddyarm, das ist doch 100 Euro, der oder? Sieht aus wie der Teddy ja, auf dem Video. Das ist das von dem Video, ja, ich glaube auch. Okay. Ja. Das sieht recht ähnlich aus, ja. Und hier ist eine Kette, hat jemand eine Kette von euch gesehen? Ja. Vielleicht ist die auch der. Aber ist auch klein, das könnte von hier sein. Nehmen wir am besten mal beide mit. In dem ersten Gebäude, was wir zusammen durchsuchten, wurde von den Kollegen der Schutzpolizei eine Kette gefunden von einem Mädchen, was möglicherweise unserem Entführungsopfer gehören könnte. Unter anderem auch dieser Teddy, sprich der abgerissene Teddyarm, den wir hier haben, der letztendlich auf dem Video zu sehen war, was wir in der JVA auf diesem Handy gesichtet hatten. Ja, können wir erstmal gucken, ob sie dann hier irgendwo noch sind. Egon, haben wir mit. Also wir haben hier Spuren von der vermissten kleinen Person. Ach, da war der Hund drin, Bohrer, gell? Noch weiter, beziehungsweise schauen uns im Gelände um. Hier scheint es ruhig zu sein. Da unten ist auch sauber. Okay. Wollt ihr da lang gehen? Gehen wir die nächste lang. Leider echt viele Ecken, ne? Aber. Ja. Bei uns auch nichts. Ja, oh, hey, da ist ein Fahrzeug. Hey, Anna, Halle, da lang. Jo, hinten. Oh, da sind Stimmen. Da ist was. Alle diese. Oh! Scheiße, die ist da drin, die ist da drin. Kennst du dich damit aus? Kannst du das steuern? Mal gucken. Probier mal. Hallo! Geht's Ihnen gut? Kommst du zurecht? Ja, ich guck. Lass mal langsam ab. Für die Kripo-Beamten hat die Bergung des Fahrzeugs oberste Priorität. Währenddessen nehmen die Schutzpolizisten die Verfolgung des Lieferwagens auf. Doch der Transporter entwischt und wird zur Fahndung ausgeschrieben. Lass mich hier raus! Lass mich raus, verdammt nochmal! Raus! Ganz, ja, alles gut, die Polizei, alles gut, die Polizei! Die Polizei! Alles gut! Die Polizei! Die Polizei! Hallo! Die Polizei! Alles gut! Die Polizei! Alles gut! Alles die Polizei! Das Verhalten unseres Opfers, was wir aus dem Kofferraum befreit hat, kann man natürlich nachvollziehen. Die muss Todesängste ausgestanden haben. Ja, die war letztendlich, hat die wahrscheinlich schon mit dem Leben abgeschlossen. Dann wird sie wieder zu Boden gebracht und liegt im Kofferraum und wird von zwei wildfremden Männern aus dem Kofferraum befreit. Da wäre ich wahrscheinlich auch erstmal nicht begeistert, auch wenn wir sie im Prinzip das Leben gerettet haben. Ich will mal gucken, ob das. Ich bin getrennt von ihm. Er wollte, dass ich auf diese Frau und das Kind aufpasse. Was wollte er hier? Ich wollte, dass ich auf das Kind aufpasse und die verstecke und die einsperre. Ich habe mich so dagegen gewehrt. Wo sind die beiden jetzt? Die sind mit ihm. Hast du aufgepasst im Knast, wie die das Handy angemacht haben? Ja, der ist mit denen zusammen abgehauen, nachdem ich mich so geweigert habe und ihm gesagt habe, ich rufe die Polizei. Der hat mir einen reingehauen. Kriegst du es an? Ja. Haben wir das Video? Ach, da ist es. Ja, genau, gut, alles klar. Der ist total ausgerastet. Das Ding ist es. Was wollte er von ihm? Ich habe ihn jahrelang unterstützt. Ich habe ihm immer den Rücken gestärkt. Ja. Aber ich habe gesagt, das Spiel, den Mist, den mache ich nicht mit. Ich sperre keine ganz Frau kurz, und kein ganz Kind kurz, ein. Ganz kurz, waren das die zwei hier? Ja, genau, die beiden waren das. Die beiden. Auf die sollte ich verstecken und die sollte ich einsperren. Die Kriminalisten erfahren über Funk, dass der Lieferwagen in Duisburg-Hamborn gesichtet wurde. Sie müssen nun schnell die Verfolgung aufnehmen, um den flüchtigen Täter zu stoppen. Im Moment gerade Amsterdamer Straße entlang. Können Sie sich vielleicht mal ins Büro setzen? Der RTW kommt, ja? Wir kommen gleich noch auf Sie zurück. Ja, alles gut? Danke. Komm. Hast du mit Ihnen gesprochen? Ja, wir kommen gleich wieder. Ja, und wir kommen neu mit neuen Infos. Ja, wir lassen jetzt die Dame vor Ort. Wir haben ihr zugesagt, dass Rettungskräfte kommen, also ein Rettungswagen. Wir hängen uns jetzt an der Verfolgung an, die 3216. Gemeinsam mit der Mutter der Achtjährigen nehmen die Kriminaloberkommissare Dirk Ahrens und Bora Aksu die Verfolgung des Fluchtfahrzeugs auf. Dabei bemerken sie, dass der Lieferwagen Schlangenlinien fährt. Sie vermuten zunächst, dass im Auto gekämpft wird. Doch schon bald werden sie den wahren Grund dafür herausfinden. 3216, wir haben Sichtkontakt, sind aber rechts abgebogen. Wir hängen uns dran. Ja, Egon Dorfitz. Hier waren alle Einsatzkräfte. Weitere Einheiten mit der Arminstraße. Fluchtfahrzeug. Das ist ein kleines Mädchen, was das fährt. Halt den Wagen an! Ich weiß nicht, das geht. Ich kann das nicht. Einfach Fuß runter vom Gas. Pass auf, du brauchst keine Angst zu haben. Dreh einfach nur den Schlüssel um, den Zündschlüssel. Der ist unterm Lenkrad. Nach links drehen.
Genau, richtig. Schön machst du das. Geht's dir gut? Ja. Komm mal runter. Bist du alleine hier? Ja. Ist noch irgendjemand hier drin? Hey, guck dir mal den Stein an. Nee. Wie heißt du? Marlene. Marlene, ja. Alles okay, alles okay. Geht's dir gut, oder? Ja. Da müssen wir. Ja, gib denen gerade mal einen Moment. Ja. Gott sei Dank ist jetzt mir. Uns fehlt aber immer noch ihre Schwester. Weißt du, wo, weißt du, wo deine Tante ist? Nicht, wo sie ist, nur irgendwann wurde ich halt aus diesem Lieferwagen gezerrt und da reingesetzt. Aber ich glaube, sie ist noch in dem Lieferwagen. Ich weiß es aber nicht. Wo ist sie denn? Wer ist, ist sie mit dem Fahrer weg oder was? Mit dem Täter? Ja. Wo sind die denn eingestiegen? Weißt du das vielleicht? Das war so ein Auto, wie Opa hat. Das war schwarz und das hatte eine Skibox. Was, was hat der Opa für ein Auto? Der hat Renault Laguna, Laguna. Laguna? Ja. So ein Kombi? Kannst du mal eine Fahndung rausgeben? Ja. Das uns beschriebene Fahrzeug habe ich der Leitstelle durchgegeben. Wir haben eine neue Fahndung dann ausgesprochen. Und die Leitstelle hat dann quasi eine Ringfahndung eingeleitet. Und wir hoffen natürlich, dass wir dieses Fahrzeug so schnell wie möglich finden, weil wir noch eine weitere vermisste Person haben. Und aufgrund der Frische des Tats ist offensichtlich dieses Fahrzeug oder kann dieses Fahrzeug noch nicht so weit weg sein. Kannst du uns die Skibox ein bisschen beschreiben vielleicht? Was hat sonst nichts mehr, oder? Ich, ganz, nee, ich noch weiß so, es ja nicht so genau, aber ich meine, da wären ganz viele bunte Sticker drauf gewesen. Peter könnte eventuell bewaffnet werden, Eigenschutz beachten. Eigensicherung ist rausgekommen. Wir haben noch eine weitere Info. Die Skibox ist mit ganz vielen Sticker wohl beklebt. Ich sag Egon, die sollen mal eine Spusi schon einen Abschlepper hier fahren für das Auto. Dann gebe ich auch weiter. Und Abschlepper hier. Zu unserem Standort brauchen wir einmal die Spurensicherung und einen Abschlepper. Gut. Jetzt müssen wir mal gucken. Wollen wir uns dann an die Fahndung gleich reinhängen? Ja, würde ich sagen. Ein Fluchtfahrzeug wurde gesichtet, ist zurzeit unterwegs auf der Krefelder Straße, stand auswärts. Wir kommen zurück. Krefelder Straße, stand auswärts. Mit Hilfe mehrerer Streifenwagen entwickeln die Kriminaloberkommissare über Funk eine Strategie, um den Flüchtigen in eine Falle zu locken. Die Beamten müssen immer noch damit rechnen, dass der Täter von seiner Schusswaffe Gebrauch macht. Da vorne kommen die, da vorne kommen die. Da kommt die Streife, ja. 3216 hat Sichtkontakt. Ja. Ey, seid nur wachsam, Jungs. In zweiten Hüppen. Okay, okay, okay. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Denk an die Waffen, Jungs. Fahrzeug raus. Stehen bleiben, stehen bleiben. Hey, Polizei, stehen bleiben. Runter mit der Waffe. Die Waffe weg, Junge. Runter oder die schießen. Ich hab 5 Jahre Alle ganz ruhig. Okay. Du Mikrobe. Okay, pass auf. Leg die Waffe ganz runter auf den Boden. Ich rede jetzt mit dir, dann passiert dir auch nichts. Wenn du die nicht weglegst, dann müssen wir schießen. Wir müssen von der Schusswaffe Gebrauch machen, wenn du die Waffe nicht weglegst. Ich zähl bis 3 und dann legst du sie weg. Ansonsten müssen wir von der Schusswaffe Gebrauch machen. Junge, leg das weg. Mach keinen Scheiß, Kerle. 2, 3, genau, geh zurück. Geh zurück von der Waffe, mach ein paar Schritte zurück. Mach ein paar Schritte zurück. Lass die Waffe liegen, mach ein paar Schritte zurück. Dann passiert auch nichts und wir können gleich in Ruhe über alles reden, okay? So, und nun runter. Runter auf den Boden, runter, runter und auf den Bauch legen. So, langsam auf den Bauch legen. Scheiß mal! Langsam auf den Bauch legen. Langsam auf den Bauch legen. Ich habe die Sicherung. Langsam auf den Bauch. Dran? Bleiben Sie unten. Bleiben Sie unten. Die Kollegen kommen jetzt dran und wir nehmen Sie jetzt erstmal fest. Machst du schon mal weg? Geht anschließend dran? Reden wir über die ganze Sache. Okay? Bleiben Sie bitte ruhig. Bleiben Sie unten liegen. Hey! Was soll der Scheiß? Der Entführer wollte ein Ablenkungsmanöver starten und flüchten. Deshalb hat er das Kind ans Steuer des Lieferwagens gesetzt. Mit der entführten Tante als Geisel wollte er sich in die Niederlande absetzen. Bora, hier ist sie drin. Alles gut, die Polizei, alles gut, die Polizei ist da. Alles gut. Ich mache ihn erstmal ab. Ja? Alles gut? Sind Sie verletzt? Nein, das geht's? Anna, hast du was zu lösen? Alles da. Ihre Schwester ist hier, ihre Nichte ist auch da. Es geht allen gut. Okay. Haben wir Kabelbinder? Der Entführer hat während seiner Haftstrafe einen Plan geschmiedet, um an die Beute des Geldtransporter-Überfalls zu gelangen.
Er hat die Tante für die Mutter des Kindes gehalten und gehofft, seinen ehemaligen Komplizen so erpressen zu können. Die Kollegin kommt gleich. Hier, bring die mal bitte, bring die mal rüber. Kommen Sie mit. Hanna kommt gerade. Kommt gerade. Machen Sie ruhig. Alter. Geht's alles gut? Ja, so wie es aussieht, geht's ihr erstmal körperlich gut. Natürlich haben die wahrscheinlich ein bisschen psychisch was davongetragen und müssen das Ganze auch wahrscheinlich auch erstmal schlucken. Aber wir versuchen halt gleich nochmal mit denen zu reden und das Ganze aufzuklären. Ja, warte mal, das ist nicht das Schärfste. Ja, hier waren euch verständlich, nachdem alle letztendlich mehr oder weniger gesund und heile wieder da waren, ja, dass sie sich erstmal längere Zeit umarmt haben. Das haben wir auch natürlich zugelassen. Das ist ja in Ordnung. Das freut uns ja auch so. Ich meine, das hätte auch tatsächlich alles viel schlimmer ausgehen können hier. Ganz ruhig, ganz ruhig. Also, was ist passiert? Ganz von vorne. Ich habe meine Nichte von der Schule abgeholt. Ja. Und dann sind wir überfallen worden, als ich gerade die Tür aufschließen wollte zu Hause. Von ihm? Ja, von ihm und noch jemand anders war auch noch dabei. Zwei Täter. Ja, aber er ist irgendwie nicht dabei gewesen. Ich habe okay. Knallen hören, vielleicht ist er angeschossen worden. Ich weiß es nicht. Ja. Und ja, dann waren wir in so einem Transporter, Maureen und ich. Ja. Tapfer hast du das gemacht. Dann wirklich. Waren wir auf einem Schrottplatz, dann ging die Tür auf, dann ja. Hat der Entführer mit irgendeiner Frau geredet, dann hat er die Tür wieder zugeknallt, wir sind wieder weggefahren. Dann hat er uns hinterher getrennt und hat die Kleine in einen Transporter gesetzt, in einen anderen ans Steuer und mich gefesselt und ja. Okay, und dann sind Sie hier gelandet. Ja. Haben Sie irgendeinen Namen von der Frau mitbekommen, vielleicht? Nein, hat er einfach gehört, nur irgendwie mit einer Frau geredet. Gib nochmal, ich rufe nochmal einen Abschleppern für das Zweite. Ja, gut. Bei dem Schmuck in der Geldkassette handelte es sich nur um einen Bruchteil der damaligen Beute. Der Onkel der Achtjährigen hat den restlichen Schmuck in ihren Teddy eingenäht, damit ihn weder die Polizei noch seine Komplizen finden können. Was ist denn mit ihm da? Dann fragt euch die Geld und ihr müsst es nicht mehr. Lasst mich aber! Nee. Was ist das denn? Ah, okay, jetzt verstehe ich die. So eine Scheiße! Hey, hey. Hör auf mit dem Quatsch! Verpisst euch! Okay, dann wir behalten erstmal leider deinen Teddy. Das sieht aus wie. Waren Sie auf der Suche danach? Verpiss dich, das ist meins! Die Beute aus einem vorherigen Raubüberfall war der Grund für die gesamte Aktion von diesen zwei Tätern, die auch schon vorher im Bau gesessen haben. Und er war auf der Suche, hat dann auch noch zusätzlich die falsche Frau geschnappt, diverse andere unzählige Straftaten begangen und hatte dabei die ganze Zeit seine Beute eigentlich, wo er so verzweifelt auf der Suche war, bei sich gehabt. Ja. Pass auf, den Teddy, den nehmen wir jetzt erstmal mit. Ist das in Ordnung für dich? Ja. Und du bekommst ihn wieder von uns, wenn wir fertig sind mit dem das Verfahren. Das Kettchen geben wir dir wieder zurück, das ist eh von dir. Ja. Da hast du das schon mal. Ich glaub, die Mama möchtest muss du lieber Arm mit annehmen. Uns fahren oder möchtest du lieber mit dem Streifenwagen fahren? Mit euch. Mit uns? Da. Dann komm, steig ein. Alles klar. Darfst du bei uns mitfahren? Ich hol mitfahren. Aber den Abschlepper, Egon hat das eben gehört. Keine Sekunde mehr. Egon, bitte 3216 nochmal kommen. Ich will mein Zeug! Der Entführer wird wegen Körperverletzung, Einbruchs, versuchter Tötung eines Polizisten, Entführung, Erpressung, Freiheitsberaubung und Geiselnahme zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Sein Komplize erhält ebenfalls Anzeigen wegen Körperverletzung, Einbruchs und versuchter Tötung eines Polizisten. Die Haftstrafe des Stiefbruders wird aufgrund des Geldtransporterüberfalls um 5 Jahre verlängert.